Ich bin Joe und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute schenke ich dir ein kleines Follow-along mit spezifischen Übungen für ein höheres Développé zur Seite. So, when you need this, stay tuned. Ich hoffe, du hast wie immer bequeme Klamotten an. Ich habe heute meine Wolke an, in der Hoffnung, dass die Beine heute bis zum Himmel gehen. Ja, sehen. Eine der größten Herausforderungen ist es eben beim Développé zur Seite, dass Flexibilität alleine nicht ausreicht und Kraft alleine auch nicht. Das heißt, wir brauchen beide. Dennoch gilt, je flexibler du bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Bein höher geht. Und damit ist es umso wichtiger, eher aktive Stretches zu machen. Wenn du noch kein Spagat kannst oder an deiner Flexibilität im Spagat arbeiten möchtest, dann habe ich wie immer hier ein super gutes Video, das ist erst vor kurzem auf meinem Kanal draußen, mit guten Stretches auch für Spagat im Stand und aktiver Stretch, vor allem in Rückenlage. Ich beginne jetzt mal mit meinem linken Bein. Das heißt, du gehst in die Position. Fußflex, plié, stretch, plié, stretch. Jetzt hast du hauptsächlich die Hamstrings mit drin und jetzt bringst du aktiv dein Standbein gestreckt. Und während du das streckst, hast du immer das Gefühl, als ob du es in den Boden, also wenn du stehen würdest, ne, also Richtung Wand rauszuziehen. Und aktiv, 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 aktiv natürlich. So hoch dein Bein natürlich geht. Das Ganze einmal auch zur anderen Seite. Wir haben wieder das. Das Witzige ist, ich habe auf der Seite ist zwar mein kräftigeres Bein, aber auf der Seite ist meine Hüfte irgendwie lockerer, jedenfalls heute. Okay, flex und plie. Stretch, plie. Stretch, jetzt habe ich erstmal wieder primär meine Hamstrings, aktiv strecken, weiter in den Boden, weiter in den Boden, weiter in den Boden und aktiv, aktiv, aktiv. Ich ziehe natürlich mein Bein ran, aber ich bin aktiv im Stretch mit dabei. Soweit klar? Okay, let's go to the next level. Wir machen einen Spagat-Stretch im Stand, ganz normal, wie der ein oder andere es vielleicht aus dem Ballett- oder Tanzunterricht kennt. Wir halten uns mit einer Hand fest. Wir gehen mit dem Standbein ins Plié, greifen an unseren Fuß, bringen unser Bein zur Seite und strecken uns. Hier kippen wir ein paar Mal nach vorne und nach hinten, um nicht nur das Spielbein, also das, was in der Luft ist, auf, naja, die Position und den Stretch vorzubereiten, sondern auch das Standbein. Ne? Probiert einfach mal aus und das Bein natürlich immer weiter nach oben zu ziehen. Wenn ihr in einer guten Position seid, Achtung, einmal loslassen und 1, 2, 3, absetzen, einmal ausschütteln. Los geht's on the Resorte! Wie gehabt, festhalten, plié, einmal hoch, auch hier wieder kippen, nach vorne und nach hinten. Macht eure Hüfte in diesem Standspagat ruhig warm und auf drei loslassen. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Okidoki. Die zur Seite. Jetzt gehen wir nochmal auf den Boden. Die letzten beiden Übungen waren natürlich primär für die Flexibilität. Jetzt packen wir zu der Flexibilität noch ein bisschen Kraft dazu. Dafür gehen wir oder legen wir uns auf die Seite. Die Übung ist angelehnt an mein Ballett-Workout. Das verlinke ich euch hier. Ist immer gut für hohe Beine. Wir gehen auf die Seite. Unteres Bein ist gestreckt. Ferse nach oben auswärts, oberes Bein ist passiv.
Als erstes gehen wir ins maximale Passiv-Développé, also Knie nach oben ziehen. Und ihr werdet natürlich merken, dass einerseits hier die Kraft benötigt wird. Ne? Bei einigen ist vielleicht auch ein wenig Bauch dazwischen. Das ist aber in dem Sinne überhaupt kein Problem. Den Trick bei sowas verrate ich euch ganz zum Schluss. Ja, aber wichtiger ist wirklich, dass hier erstmal die seitlichen Bauchmuskeln mit trainiert werden. So, wie viel haben wir jetzt gemacht? Ich würde sagen, genug, bei mir brennt es schon. Und dann das Knie hoch, 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 hoch und strecken. Beugen, Knie hoch, 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 hoch und strecken. Knie hoch, 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 hoch und strecken. Noch ein letztes Mal. Knie hoch, 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 hoch und strecken. Wow, let's do the other side. Untere Bein gestreckt, Ferse hoch auswärts, oberes Bein passe und erst wieder passe. Denkt an die seitlichen Bauchmuskeln. Strecken, Plie, Bein hoch. Strecken, Plie,
Knie ist etwas weiter nach vorne. Und das ist völlig normal. Wenn ich hier zur Seite bin, dann sieht es natürlich sieht es aus wie eine wunderschöne Linie. Zur Seite, nee, ist es natürlich nicht. Das heißt, wenn ich mein Knie nach oben bringe, ist es leicht vor mir. Und das ist in dem Sinne ein Vorteil, weil dadurch ist diese Position unabhängig von deiner Körperfülle. Das heißt, mit unserem Knie leicht nach vorne schummeln wir uns in einen schönen Winkel, wo alles, was hier eventuell an Muskel, Bauch oder Fettmasse im Weg sein könnte, schummeln wir uns das so hin, dass wir trotzdem ein schönes Bein dort oben haben. Trick 70. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, es nützt dir auch. Wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben. Möchtest du keins meiner Videos mehr verpassen, dann abonniere mich gerne. Hast du Videowünsche, schreib es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und bis dahin, bleib fit und gesund. Ciao!